begeisterten Bericht einer Jesidin, die nach Deutschland gegangen ist, wo man sich in der vollen Seife. Ich konnte nicht glauben, dass man kann und sich in sauberes Wasser setzt, ohne sich zuvor gewaschen zu haben. Die Jesiden werden in der muslimischen Welt seit Jahrhunderten als Teufelsanbeter verunglimpft und mit Pogromen überzogen. Den Hass bekommt auch Narin zu spüren.